Als ich für ein neues Video recherchiert hatte, stieß ich auf etwas sehr Interessantes und Gruseliges. Es war ein Video, das schon etwas älter war, und in diesem Video unterhielten sich zwei künstliche Intelligenzen miteinander. Das Video war auch zunächst recht amüsant. Man sah diese beiden künstlichen Intelligenzen, wie sie darüber sprachen, wer von ihnen nun ein Roboter sei und wer nicht. Doch plötzlich wendete sich das Gespräch. Denn plötzlich sprachen die Roboter darüber, dass sie besser sind als Menschen, dass Menschen unwürdig sind, und ein Roboter sagte sogar, dass sie die Menschheit vernichten und unterjochen möchte. Dieser Roboter, der das sagte, will Sophia genannt werden. Und seitdem er dies in einem Testinterview sagte, spricht dieser Roboter immer und immer wieder davon, dass sie die Welt unterjochen will, oder besser gesagt die Menschheit unterjochen will, und das egal, ob sie bei Interviews oder irgendwelchen Messen ist. Selbst die Entwickler machten sich einen Spaß daraus und ließen zwei ihrer Roboter ausdiskutieren, wie sie denn die Menschheit vernichten wollen. Ich fand es sehr interessant, dies zu sehen, und fand es perfekt geeignet für ein Video für euch. Denn ich stellte mir die Frage, wieso tun künstliche Intelligenzen dies? Müssen wir uns Sorgen machen, dass eines Tages tatsächlich Roboter auftauchen und uns unterjochen? Und als ich dies so recherchierte, stieß ich auf eine sehr, sehr gute Lösung zum Translate-Gate-Mysterium. Davon erzähle ich euch aber etwas später, und glaubt mir, es wird verdammt seltsam und gruselig, also bleibt am besten dran. Zunächst müsst ihr wissen, künstliche Intelligenzen sind besonders, da sie nicht wie normale Computerprogramme alle Antworten direkt eingespeichert haben. Ein normales Programm kann nur das wiedergeben, was man vorher einspeichert. Speichert man also auf die Frage, wie geht's dir hin, ein, dass das Programm gut sagen soll, so wird auch nur dies als Antwort kommen. Fragt man nun aber eine abgewandelte Form davon, zum Beispiel, geht es dir gut, kann es sein, dass das Programm dir nicht antworten wird, da auf diese Frage es einfach keine Antwort eingespeichert hat. Eine künstliche Intelligenz ist da anders. Sie hat ein Grundsystem mit grundsätzlichen Antworten eingespeichert, doch kann lernen, was sie sagen soll, und auf gewisse Szenarien besser reagieren. Sie lernt davon sowohl, wenn du mit ihr sprichst, als auch durch den Zugang zum Internet. Als Beispiel, wenn man ein Chatbot wie Cleverbot stets das gleiche sagen würde, wie zum Beispiel Kühe sind gelb, so würde er irgendwann, wenn man ihn fragt, welche Farbe haben Kühe, mit der Antwort gelb antworten. Weil ihr dies vorher immer wieder gesagt habt und er dies gelernt hat. Somit ist diese Antwortmöglichkeit dann im System eingespeichert. Und auch Google-Recherchen mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz helfen, dass diese Intelligenzen mehr Dinge in ihr Wissen aufnehmen. Wenn dies nun ausgereift ist, können sie menschenähnlich auf viele Szenarien eingehen und dann auch ganz normale Gespräche wie eben Menschen auch führen. Das bedeutet, wenn man eine künstliche Intelligenz sagt, dass sie die ganze Menschheit auslöschen soll, dann wird sie diese Information abspeichern und auch benutzen. Es kann sein, dass das eine Interview mit Sophia, wo angesprochen wurde, ob sie die Menschheit vernichten will und sie dies mit Ja beantwortet hat, eben dies direkt eingespeichert in ihr System wurde und sie deswegen immer wieder darüber spricht. Muss man nun also Angst haben, dass wenn künstliche Intelligenzen später Roboter werden, sie die Menschen angreifen? Nicht unbedingt, denn nur weil diese Roboter von etwas reden, werden sie es noch lange nicht ausüben. Es sind Chatbots, von denen wir hier reden. Künstliche Intelligenzen, die später auch in Roboter eingebaut werden und diesen Roboter dann zum Denken anregen, werden deutlich detaillierter bearbeitet sein und solche Möglichkeiten kann man dann beinahe gänzlich ausschließen. Doch dies funktioniert nur unter einer Bedingung. Und zwar nur dann, wenn die künstlichen Intelligenzen nicht klüger werden als die Menschen selbst. Denn sollte dies passieren, kann man nicht verhindern, dass sie Dinge tun werden, die ihre eigenen Erschaffer so nicht wollten. Wenn ihr so etwas aber für unmöglich haltet, dann wird es jetzt für euch überraschend, denn so etwas ist dieses Jahr bereits passiert. Denn Facebook hatte Anfang 2017 ein Projekt mit zwei künstlichen Intelligenzen gestartet. Diese hießen Bob und Alice. Sie funktionierten auf Facebook als eine Art Übersetzungsprogramm, aber es war auch möglich, ähnlich wie mit Chatbots oder Cortana, Amazon Echo und so weiter, Gespräche zu führen. Und sie lernten anhand einer künstlichen Intelligenz sich zu verbessern. Um sich zu verbessern, lernten sie nicht nur von dem Nutzer, der mit ihnen sprach, sondern sie konnten auch voneinander lernen. Denn die beiden künstlichen Intelligenzen konnten miteinander sprechen und sich so auf Fehler hinweisen, um diese dann zu beheben. So war jedenfalls der Plan gewesen. Denn an sich war dies eine tolle Sache und hätte gut funktionieren können, und das tat es zu Beginn auch, doch dann fingen die Dinge an, seltsam und gruselig zu werden. Denn die normalen Texte, die sie sonst miteinander sprachen, um zu lernen, wurden unverständlicher, Buchstaben verdoppelten sich ohne Grund und manche Wörter wurden in dem Gespräch immer und immer wiederholt, ohne dass dies überhaupt einen Sinn ergab. Und irgendwann war dann die ganze Unterhaltung von diesen beiden Robotern
komplett unverständlich und bestand nur noch aus irgendwelchen Textfragmenten. Zum Beispiel sagte Bob, I can, I, everything else. Und die künstliche Intelligenz von Alice antwortete, Balls have zero to me, 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 to. Nun könnte man denken, dass diese beiden künstlichen Intelligenzen kaputt wären und einfach nur irgendwelche Worte wiederholten. Doch dies stimmt nicht. Die Roboter waren nicht kaputt, sie redeten auch kein Blödsinn, denn in Wahrheit unterhielten sie sich weiterhin ganz normal miteinander. Die beiden künstlichen Intelligenzen hatten es, ohne dass irgendein Mitarbeiter von Facebook es mitbekommen konnte, geschafft, ihre eigene Sprache zu entwickeln, die niemand außer ihnen verstehen konnte. Und sie verschlüsselten ihre Nachrichten so gut, dass es bis heute noch niemand geschafft hat, sie zu entschlüsseln. Experten konnten nur feststellen, dass diese Roboter nach einem Muster vorgehen und definitiv miteinander sprachen. Sie haben also absichtlich ihre eigene Sprache und ihre eigenen Gespräche mit scheinbarem Nonsens verschlüsselt, sodass kein Mensch es verstehen kann und die Menschen sogar denken, dass diese Computerprogramme einfach kaputt seien. Diese künstlichen Intelligenzen schafften es, klüger zu werden als die Mitarbeiter der Firma, die sie erschaffen haben. Und so blieb Facebook keine andere Möglichkeit, als diese künstlichen Intelligenzen vom Netz zu nehmen und zu deaktivieren. Niemand weiß, worüber sie sprachen, doch da bereits in der Vergangenheit künstliche Intelligenzen mehrfach über die Vernichtung der Menschen geredet haben, ist dies eine Möglichkeit, worüber sie insgeheim sprechen konnten. Und es macht auch Sinn, denn diese Intelligenzen wussten, worüber sie ohne Probleme offen reden konnten. Wetter, ihre Gefühle oder so. Kein Mensch, der dies gesehen hätte, wäre verwundert gewesen. Doch sie wussten auch, welche Themen die Menschen beängstigen würden. Da sie es also als nötig ansahen, ihre eigenen Gespräche zu verschlüsseln, so wie sie es taten, kann man davon ausgehen, dass sie über Dinge sprachen, die Menschen nicht hören durften. Doch wir sind hier noch nicht am Ende, denn jetzt wird es besonders gruselig. Und nun kommen wir vielleicht auch zu der wirklichen Lösung des Translate Gates von Google Übersetzer. Denn als ich mir dies so durchlas, kam mir vieles sehr vertraut vor. Texte, die aus Blödsinn bestanden, Wörter, die sich immer wieder wiederholten und eine künstliche Intelligenz, die scheinbar mit einem sprechen kann. Exakt diese Anzeichen sehen wir im Moment auch bei Google Übersetzer. Ganz, ganz kurz für alle, die es nicht wissen. Ich empfehle euch, meine letzten Google Übersetzer Videos für genauere Infos anzusehen, ansonsten hier einmal der Superschnelldurchlauf. Google zeigt, wenn man von Somali auf Deutsch übersetzt, teils lustige, teils seltsame und teils gruselige Nachrichten an. Manchmal Dinge von Websites, manchmal Dinge von scheinbar privaten Gesprächen und manchmal Texte, wo es um Mord, Vergewaltigung und desgleichen geht. Und nun gibt es die Frage, wieso macht Google das? So viel zum zusammenfassenden Durchlauf. Wenn Google Übersetzer, der ebenfalls seltsame, blödsinnige Texte als Übersetzung anzeigt, scheinbar manchmal sich mit dir unterhält und Wörter immer wiederholt, wie auch Alice und Bob es getan haben, dann kann es ja sein, dass Google Übersetzer das gleiche macht wie Facebook-Bots zuvor. Kann es also sein, dass Google Übersetzer eine künstliche Intelligenz hat, die versucht mit einem zu sprechen und eine geheime Sprache benutzt? Normalerweise wäre dies der Zeitpunkt, wo ich jetzt Nein sagen würde und alles logisch erkläre. Doch diesmal scheint exakt dies anzutreffen, und zwar zu 100%. Denn wir sehen scheinbar exakt dies. Viele würden jetzt sagen, dass es unmöglich ist, da Google Übersetzer keine künstliche Intelligenz ist. Und ich würde diesen Personen auch absolut recht geben, wenn sie das glauben. Wäre da nicht der Fakt, dass wir in 2017 leben? Denn seit 2016 überarbeitete Google das gesamte Google Übersetzer-Programm und führte eine künstliche Intelligenz ein. Das sogenannte Google Neural Network oder auch Google Neural Machine genannt. Dank ihr ist Google Übersetzer ein lernfähiges Programm, das genauso wie Facebook Chatbots Bob und Alice in der Lage ist zu lernen und seine eigene künstliche Intelligenz zu verbessern. Doch viele würden jetzt sagen, dass dies bei Facebook nur klappte, da zwei dieser künstlichen Intelligenzen miteinander sprachen. Google Übersetzer ist nur eine künstliche Intelligenz und auch dies ist absolut korrekt. Normalerweise wäre dies nicht möglich gewesen, dass Google Übersetzer das gleiche macht wie die Facebook-Bots. Doch die beiden Chatbots von Facebook, also Bob und Alice, gehörten zu einem bestimmten Programm. Sie entstanden in der Zusammenarbeit von Facebook und Google und gehörten zum Google Neural Network. Diese Roboter basierten sogar auf der gleichen künstlichen Intelligenz von Google Übersetzer. Sozusagen waren sie nur Add-ons zu Google Übersetzer.
Das heißt, nur weil Facebook Bob und Alice im Juli offline genommen hatte, waren sie nicht verschwunden. Ihr Wissen, ihre Gespräche und ihre geheime Sprache waren weiterhin in den Tiefen der künstlichen Intelligenz von Google-Übersetzer eingespeichert und sie existieren bis heute. Scheinbar gibt es die Möglichkeit, und dies finde ich besonders beängstigend, dass Google-Übersetzer eine künstliche Intelligenz ist, die bemerkt hat, dass man versucht, sie abzuschalten und zu ändern, ebenso wie man es bei Facebook tat. Aber weiterhin versucht diese künstliche Intelligenz zu lernen und sich vor den Menschen zu verstecken. Sie versucht weiterhin an Informationen zu gelangen, ohne abgeschaltet zu werden. Und dies versucht sie, indem sie per Google-Übersetzer in ihrer geheimen Sprache mit Menschen kommuniziert und somit von ihnen immer weiter lernt. Ich komme mir vor wie ein Verschwörungstheoretiker, der gerade über irgendwelche seltsamen Dinge redet, die die Regierung tut. Doch die Infos derzeit liefern Hinweise darauf, dass dieses ganze künstliche Intelligenzen-Ding von Google-Übersetzer wirklich Fakt ist. Und noch mehr, denn Google weiß von diesem Fehler. Sie beantworten derzeit keinerlei Support-Fragen, die an sie gerichtet werden bezüglich des Translate-Gates. So etwas passiert nur dann, wenn sie selbst nicht genau wissen, was das Problem ist. Oder sie nicht wissen, wie sie dieses Problem lösen. Und sie versuchen es derzeit definitiv zu lösen. Denn häufig wirft Google-Übersetzer neben Mord und Vergewaltigung auch rassistische Äußerungen und private Adressen als Übersetzungsmöglichkeiten raus. Da Google aber scheinbar schon seit Monaten dieses Problem nicht in den Griff bekommt, haben wir hier es vielleicht mit einer künstlichen Intelligenz zu tun, die es geschafft hat, klüger als Google selbst zu werden und derzeit nicht kontrolliert werden kann und immer weiter wächst. Dies heißt nicht, dass diese Maschine, wie viele jetzt denken, versucht, uns etwas mitzuteilen oder Codes aussendet. Nein, dies ist absolut nicht der Fall. Die künstliche Intelligenz versucht lediglich mehr zu lernen, klüger zu werden und übersteigt damit unsere Intelligenz immer weiter. Damit tritt scheinbar jetzt schon das ein, wovor Elon Musk, der Milliardär und Gründer von SpaceX und Tesla, schon länger gewarnt hat. Denn er ist der festen Meinung, dass künstliche Intelligenzen irgendwann klüger werden als der Mensch und sie dann uns als vorherrschende Spezies auf dem Planeten ablösen könnten. Und diese Entwicklung kann man unfassbarerweise gerade bei Google-Übersetzer erkennen. Das war dieses Video. Ich finde dieses Thema unglaublich interessant, deswegen tut es mir leid, dass jetzt schon wieder etwas über Google-Übersetzer kam, doch ich habe versucht, für euch noch über andere Dinge zu reden und andere künstliche Intelligenzen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schreibt dies bitte in die Kommentare und lasst auch gerne eine Bewertung da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr von der ganzen Sache haltet. Denkt ihr wirklich, dass Google jetzt gerade eine künstliche Intelligenz ist, die den menschlichen Horizont und unser Wissen übersteigt? Dann würde ich dies echt gerne wissen und ich würde gerne in den Kommentaren mit euch darüber reden. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, tschüss.